Melde gehorsamst vom Bergungskommando zurück. Nachrichtengerät wie befohlen geborgen. Ein Kenngerät, ein Hyperbel-Navigationsempfänger und ein noch nicht bekanntes Anzeigegerät. Ich habe es sofort auf dem Dienstwege zur technischen Untersuchung weitergeleitet. Danke. Bitte nehmen Sie Platz. Wie hat sich nach Ihrer Kenntnis der Angriff abgespielt? Ich fand in der abgestürzten Maschine außerdem noch eine Hyperbelkarte und ein Notizbuch des Navigators. Aus ihm geht hervor, um 17.31 Uhr in England Start der ersten Welle. Bereits um 17.15 Uhr hatte unser Funkmessbeobachtungsdienst gemeldet, dass ein Einzug in das Reichsgebiet zu erwarten sei. Um diese Zeit war die erste Maschine also noch nicht gestartet. Herr Oberst, das Einschalten einer Zusatzfrequenz für das Ostsystem der englischen Hyperbelnavigation kündigt mit Wahrscheinlichkeit ein Feindunternehmen an. Dadurch ist zusammen mit noch weiteren Erkenntnissen eine Vorwarnung unserer Abwehrkräfte gegeben. Jawohl. Nach ihrem Start wurden die Feindverbände durch die Funkmessbeobachtungsstellen laufend beobachtet. Ja bitte, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Sägebücke. 5 Sägebücke. 342 Grad. 342 Grad. Über 150 Kilometer. Über 150 Kilometer. Hier Stechmücke 4. 17.48 Uhr. 5 Sägebücke. Richtung 342 Grad. Über 150 Kilometer. Pass auf, da kommen. Großer Dank, Herr Ritt, auf 9,1. Anscheinend Versammlung nördlich der Themse. 290. 290. 340. 340. Hauptstand 310. 310. Was ist das denn? Mehrere. Kopf und Nord. Erste Rotterdam-Meldung. 17.48 Uhr, 290, 340, Hauptstand 310. Na also, da sind Sie ja wieder. Da ist wieder was los heute Abend, Otto. Englische Nachtjagdwarngeräte. Ich glaube, die sammeln sich. Wollen wir sehen, wo sie stecken. Holen wir Kiebitz, Sperling und Möwe zur Kommandopeilung. Sammelschaltung, Kiebitz, Sperling, Möwe. Hier Stechmücke, bitte melden. Hier Kiebitz, hier Sperling, hier Möwe. Hier Stechmücke, Peilung Gerhard, 225,5 MHz, 3 Minuten Takt. Achtung, jetzt! 351 Grad. 351 Grad. Kiebitz, 359 Grad. Sperling, 358 Grad. Möwe, Ihr Ergebnis? Möwe, 315 Grad. Auswertung 6. West. Hier Stechmücke. 18.12 Uhr, viele Gerhard. Stechmücke 351, Kiebitz 359, Sperling 352, Möwe 315. Der Gerhard Kurs weist es 3. Null zu 1, alle Störsender eingeschaltet. Gut. Flugsicherungsblitz, Punkt Leitstand. Die Verbände gehen jetzt mit dem Kurs 6 und Friedrich Anton 9. Aber wenn dann der Chef kommt. Melde Gehorsam und Gleichstand, besondere Vorkommnisse, feindlicher Großeinflug. Welche Meldungen liegen vor? Bisher 3 Wellen zu je 200 Flugzeugen erfasst. Der Anflug wurde bereits in der Versammlung über England erkannt. Anflugkurs Ost, Ziel noch nicht erkannt. Und welche Hyperbelfrequenzen laufen? Bisher nur eine Zusatzfrequenz des Ostsystems, Herr Oberleutnant. Hengst! Rufen Sie Möwe an.
Besondere Aufmerksamkeit auf neue Hyperbelfrequenzen. Möwe anrufen, besonders auf neue Hyperbelfrequenzen achten. Welche Störsender laufen? Es laufen sämtliche Störsender gegen 48.1 und gegen 46.9. Vorsorglich auf Sender gegen 22.8 und teilweise 29.8 MHz. Störung der feindlichen Funkfeuer wurde um 19.03 Uhr an Funkbefehlstand West befohlen. Einen Augenblick bitte, Frau Schöner. Hier ist der Rotterdam-Kurs, erste Erfassung 17.30 Uhr. Ganz ordentlich. Wie deckt sich das mit Gerhard? Der Gerhard-Kurs liegt genau am Rotterdam-Kurs. Rotterdam-Meldung von Möwe, bisher keine weitere Ausweichfrequenz aufgetreten. Na, lange kann es aber nicht mehr dauern. Die Verbände stehen ja schon kurz vor der holländischen Küste. Das Hyperbel-Navigationsgerät in dem englischen Bomber ist mit der Annäherung an die holländische Küste durch die deutschen Störsender mehr und mehr zugedeckt worden. Nun ist es völlig gestört. Der Navigator weiß, dass um 19.35 Uhr seine Ausweichfrequenz 29,8 MHz einsetzen wird. Bereits jetzt stellt er das Gerät auf diese Frequenz um. Noch ist es nicht so weit. Klar lässt das Rotterdam-Gerät die Küste erkennen. Und nun die erwartete Ausweichfrequenz. Der Navigator hat wieder seinen genauen Standort. Schön wär's ja. Neue Zusatzfrequenz des Ostsystems, 29,8 MHz. Möwe. Herr Leutnant, ich habe ein KR von Möwe. Gut, ich bedanke mich. Sämtliche Feuerkreissender von 22.8 auf 29.8 MHz umstellen. Jawohl, Herr Leutnant. An alle Feuerkreise. Sofort umschalten von 22.8 auf 29.8 MHz. In diesem Augenblick werden die gleichen Handgriffe an mehr als 20 Sendern in Deutschland ausgeführt. Damit schließt sich der Störnebel auch für diese Frequenz über dem ganzen Reichsgebiet. Das Rohr ist hoffnungslos zugedeckt. Aus Erfahrung weiß der Engländer, dass er auf diesem Fluge nicht mehr mit der Hyperbelnavigation arbeiten kann, sondern dass er auf die ungenaueren Verfahren der Astro- und Koppelnavigation zurückgreifen muss. Bei fortschreitender Wetterbesserung hat er aber noch Sichtbeobachtung. Vom Gleitstand auf der L-Offizier vom Dienst. General? Jawohl. Ich melde gehorsamst in der Gesamtlage keine Veränderung. Inzwischen Einflug von 15 Moskito ins Ruhrgebiet in 9000 Meter Höhe. Jawohl, Herr General. Sechs Boomerang-Frequenzen von Efeu, Maibaum und Mehlbeere festgestellt. Und, jawohl, und durch Talsender sofort gestört. Jawohl, Herr General. Nein, nach bisherigen Meldungen ungezielter Bombenwurf. Um die Bodenfunkmessgeräte unseres Flugmeldedienstes zu stören, hat der Gegner seit dem Überflug der Küste Staniolstreifen abgeworfen und versucht, unsere Abwehr zu täuschen. Wo für den Flugmeldedienst das Erkennen der feindlichen Absicht schwer oder unmöglich ist, bildet der Funkmessbeobachtungsdienst die notwendige Ergänzung. Aus tausenden von Einzelmeldungen der QMB-Stellen ergibt sich für die Auswertungen
wie ein Mosaik, ein klares Bild der Luftlage. »19:52 Uhr. Die Spitze des Feindverbandes steht an der Reichsgrenze. Im ganzen Reichsgebiet sind die Nachtjäger bereits gestartet oder in höchster Alarmbereitschaft. 20:05 Uhr sind die ersten bereits in Kampfberührung mit den Feindflugzeugen. 20:20 Uhr. Die Masse der Jagdverbände ist an den Bomberstrom herangeführt. Der einzelne Nachtjäger sucht sich jetzt sein Ziel mit eigenen Mitteln. Dabei helfen ihm die Zielanfluggeräte gegen Nachtjagdwarngeräte und Rundsichtgeräte. Auf der letzten Strecke führt ihn das Lichtensteingerät in die Schussposition. Aus den Erfahrungen dieses Angriffes ergeben sich also für uns neue technische Forderungen. Löffler, fassen Sie diese nochmals zusammen. Jawohl, Herr General. Zur Abwehr derartiger Angriffe ist eine Verstärkung der technischen Abwehrmittel nötig. Erstens, vermehrter Einsatz von aktiven Bordfunkmessgeräten, die gegen feindliche Störungen gesichert sind. Zweitens, vermehrter Einsatz der Zielanflugempfänger gegen feindliche Bordgeräte. Dazu ist eine Erweiterung des Beobachtungsnetzes erforderlich. Die Geräterzeugung ist entsprechend dem feindlichen Einsatz zu steuern. Drittens, weiterer Ausbau der Störorganisation gegen die feindlichen Navigationsverfahren durch den Einsatz von Hochleistungssendern. Gut, legen Sie mir die Anträge vor. Und nun beginnt ein Räderwerk zu laufen. Entwicklung, Senderumbau, Transport- und Materialbeschaffung, Prüfung und Konstruktion, Montage und Schaltung, Ausbildung des UMB-Personals. Alles dient dem einen Ziel, der Schärfung unserer Hochfrequenzwaffe. Für den Funkmessbeobachtungs- und Stördienst heißt das, sich in die Lage des Feindes versetzen, mit dem Feind mitdenken, seinen Fortschritt rasch erkennen, seine Planungen und Gegenmittel ergründen und ihm technisch den Vorsprung abringen. Der Erfolg der Abwehrmaßnahmen hängt aber von den Menschen ab, die sich dieser Waffen bedienen. Nur wenn der Beobachter am Empfänger das Feindgerät rechtzeitig erfasst, wenn seine Meldung und Anweisung an den Störsender unverzüglich vermittelt wird, wenn der Mann den Sender schnell und genau auf die feindliche Frequenz einstellt, dann erst wird diese Abwehrwaffe voll wirksam. Um deutsche Gleitzüge bei Nacht aufzufinden und zu bekämpfen, setzt der Feind Flugzeuge mit dem Schiffssuchgerät ASV ein. Sie fliegen in Höhen zwischen 800 und 1500 Meter und stellen größere Schiffsziele schon auf 80 Kilometer Entfernung fest. Nach Erfassung wird das Schiff mit der stärker bündelnden Vorausantenne im Zielflug angeflogen. Durch Störsender kann die Erfassreichweite des ASV-Gerätes so weit verkleinert werden, dass das Schiff der feindlichen Sicht entzogen wird. An dieser Stelle wäre ein Störsender auf größere Entfernung zwecklos, wie überhaupt der Störmöglichkeit Grenzen gesetzt sind. Das zeigt sich deutlich am Beispiel des deutschen Nachschubs nach Nordafrika im Sommer 1942. Zu seiner Bekämpfung verwendete der Gegner ASV-Flugzeuge, die auf Suchkursen das ganze Seegebiet ständig überwachten. Gegen diese Geräte wurden von Land aus Störsender eingesetzt. Trotzdem blieb eine ungestörte Zone, bedingt durch die Reichweiten der einzelnen Sender. Diese Lücke durch den Einsatz von Störsendern auf Begleitfahrzeugen zu schließen, lag zwar nahe, war aber undurchführbar, weil solch ein Begleitschiff wie ein Funkfeuer hätte angeflogen werden können. Daher wurde der Einsatz von Störflugzeugen befohlen. Aber auch sie konnten nicht in jedem Falle die Erfassung verhindern. Durfte sich doch das Störflugzeug keinesfalls ständig in unmittelbarer Nähe der Schiffe aufhalten,
um nicht den Standort des Geleits zu verraten. An der norwegischen Küste ist im Schärengebiet eine Schiffserfassung durch ASV überhaupt nicht zu befürchten. Zwischen den Festzeichen auf dem braunschen Rohr ist ein Schiffsziel dort nicht zu erkennen. Dagegen ist von Kristiansand bis Stavanger und vom Sonjefjord bis Trondheim Störsenderschutz erforderlich und in ausreichendem Maße möglich. Ein klassisches Beispiel für richtigen taktischen Einsatz des FuMB und Stördienstes ist der Durchbruch des deutschen Schlachtschiffverbandes durch den Kanal. Vergegenwärtigen wir uns kurz die Seekriegslage Anfang 1942. In Brest lagen die deutschen Schlachtschiffe Scharnhorst und Gneisenau und der schwere Kreuzer Prinz Eugen. Die ihnen befohlene Gleitzugbekämpfung im Atlantik war undurchführbar geworden, da Amerika in den Krieg eintrat und der Gegner durch seine weitreichende Luftwaffe den Atlantik nunmehr vollkommen überwachen konnte. Andererseits wurden die Kriegsschiffe dringend in den norwegischen Küstenräumen benötigt. Der Weg durch den Atlantik, nördlich an den britischen Inseln vorbei, war bei der zahlenmäßigen Überlegenheit der englischen Heimatflotte und der Ausrüstung des Gegners mit den ASV-Schiffssuchgeräten nicht möglich. Außerdem wurden die Seeräume lückenlos überwacht durch den feindlichen Funkmessdienst, den wir nicht stören konnten. Der gesamte Weg durch den Kanal lag unter der ständigen Bedrohung durch englische Kampfflugzeuge und in der Kanalenge im Wirkungsbereich der schweren englischen Küstenbatterien. Das Unternehmen war undurchführbar, wenn der Feind rechtzeitig Kenntnis von ihm erhalten würde. Aus dem FuMB-Dienst war der Führung bekannt, dass die englischen FuMG größere Schiffe auf Entfernungen bis 60 Kilometer erfassen konnten. Es waren also unter anderem folgende Voraussetzungen für ein Gelingen des Unternehmens zu machen. Erstens, die deutsche Absicht dürfte dem Feind unter keinen Umständen auch nur andeutungsweise bekannt werden. Zweitens, das Wetter musste so gewählt werden, dass eine Sichterfassung nach Möglichkeit ausgeschlossen blieb. Drittens, die FuMG des Feindes mussten bereits völlig gestört sein, bevor die Schlachtschiffe in ihren Erfassbereich eingelaufen waren. Als alle Vorbereitungen getroffen waren, lief der Verband bei günstiger Wetterlage aus und näherte sich unbemerkt der Hauptgefahrenzone. Der deutsche Störeinsatz wurde für diesen Zeitpunkt in der Form befohlen, dass er schlagartig zunächst die gegen Luftziele arbeitenden englischen FuMG eindeckte. Beim Feind wurde so der Eindruck erweckt, dass er mit einem deutschen Luftangriff rechnen müsse. Etwas später erst wurden auch die Seezielortungsgeräte gestört. Die Wirkung war vollständig. Erst nachdem die Schlachtschiffe die Kanalenge bereits hinter sich hatten, wurden sie vom Feind erkannt, und zwar vermutlich durch Sicht. Wie vollständig die Geheimhaltung und Tarnung der notwendigen Maßnahmen auch gegenüber den Ausführenden war, ergibt sich am sinnfälligsten aus dem Kriegstagebuch einer an dieser Stelle eingesetzten Funkmessbeobachtungseinheit. Und das war damals so. Wo stehen wir denn? Du, ich glaube, im Hintergrund, da tut sich was. Ach, was soll hier schon passieren? Na, erst gestern haben sie uns einen Geheimfernschreiber montiert. Ohne Grund machen sie das nicht. Gestern der Befehl, dass wir auf Nacht vor der Tag und Nacht betriebsklar sein müssen und heute der Aufbau von den 8 neuen Sender. Merken Sie was, Herr Oberfeld? Unsere werden wohl mal wieder nach London fliegen. Wir werden es ja sehen. Feldwebel Unterberg. Ein dringendes Fernschreibgespräch für den Sonderführer. Jawohl, ich komme sofort. Halita Unterberg. Halita Sonderführer. Was gibt's denn? Major Bond ist am Apparat. Schreiben Sie, dass ich da bin.
schreiben Sie? Jawohl, Herr Major. Es muss bestimmt damit gerechnet werden. Verstanden. Sammelschaltung. Ab 20 Uhr Starbesetzung für alle Beobachtungsstellen. Bei dem Wetter nach London? Niemals. Glaubig nicht. Aber warum denn dann der Nachtfalter-Einsatz? Tja. Komisch. Wie viele englische Geräte strahlen denn überhaupt? Na, die üblichen 8, nichts Besonderes. Noch 3 Minuten, Herr Sonderführer. Also los, Kramer, alle Karosender sofort einschalten und schnellstens einweisen. Stechmücke 1. Nachtfalter. Alle Heinrich- und Moritz-Sender sofort einschalten. Nachtfalter. Sämtliche Karosender sofort einschalten. Danke. Jawohl. Alle Hüpfig-Sender einschalten. Jawohl, ja. Wieder ein neues Gerät. Na wenn schon. Einen neuen K-Sender drauf. Frage 4. Karl 14, 106 Grad. Sitzt etwa 2 Grad zu tief. Ich gebe Ton. So, bei dem ist der Bart ab. Was ist denn heute nur los? Sieh doch noch mal nach. Ist gut. Nichts zu sehen und nichts zu hören. Und hier schon wieder neue Frequenzen. Und die fliegen heute doch. Jetzt ist es soweit. Hier, guck hier. Nee, gib mal her. Oh. Nee, gib mir was. Das siehst du? Kannst du sie auch hinsetzen? Da, ja, da, noch mehr. Da. Mensch, der Tommy schießt ja immer noch nicht. Ah, dem hat sich Sprache verschlagen. Nein, Kameraden. Der weiß überhaupt gar nicht, was hier vorgeht. Wir haben seine Fuhr-MG so zugeblendet, dass er unsere Schiffe noch nicht finden konnte. Nach dem Einschalten unserer Störsender hat er seine Sperreflieger vom Kanal zurückgezogen, weil er immer noch an einen Luftangriff glaubt. Hoffentlich geht's weiter gut. Na, das gibt eine Sondermeldung. Mit dem Auftrag, die Straße von Dover zu passieren und für andere Aufgaben zur Verfügung zu stehen, traten die Kriegsschiffe mit Ostkurs die Fahrt durch den Kanal an. Sie erreichten unbemerkt die Dover-Enge am 12. Februar mittags und führten ihre Aufgabe planmäßig durch. Die deutschen Kriegsschiffe stehen zu neuen Aufgaben bereit. Drüben über den Kanal, da suchen Sie jetzt die Schuldigen. Und die seid zum größten Teil hier. Gratuliere wieder.